Mit Stolz in den Augen zeigt Herzogin Kate der Queen vor genau einem Jahr ihr Herzensprojekt. Für die Chelsea Flower Show in London hat die Frau von Prinz William selbst einen Garten entworfen. Baumhaus, Wasserfälle, Schaukel, hier fehlt es auch den kleinsten Besuchern an nichts. Monatelang arbeitet sie hart, um ein echtes Paradies für Naturliebhaber zu erschaffen. Wie hart, das zeigt die 38-Jährige aber erst jetzt mit diesem Foto. Für das Projekt hat sich Kate höchstpersönlich die Gartenhandschuhe angezogen, um die kleine Oase zu gestalten. Dabei gibt sich die Herzogin ganz uneitel, statt High Heels und Designerkleid trägt sie hier ganz praktisch Turnschuhe, Jeans und Hemd. Ihre sonst immer in so perfekte Wellen gelegten Haare hat sich Kate zu einem wuscheligen Dutt nach oben gesteckt. Und die Flecken auf der Hose verraten, die Mama von drei Kindern hat kein Problem damit, sich bei der Gartenarbeit dreckig zu machen. Royale Etikette und elegantes Auftreten, in diesem Moment völlig egal. Da merkt Kate nicht einmal, dass sie in dieser Position ungewollte Einblicke und vor allem tiefe Einblicke in ihr Dekolleté gibt. Nur ein Detail auf diesem Foto erinnert uns daran, dass hier ein Mitglied der königlichen Familie im Garten arbeitet. Die Diamant- und Saphir-Ohrringe haben einst Prinzessin Diana gehört. Sie waren im Jahr 2010 ein Geschenk von Prinz William an seine damalige Verlobte. Die Schmuckstücke gehören zu ihrem berühmten Verlobungsring und weil der Ring beim Gärtnern etwas unpraktisch ist, hat Kate zumindest dank der Ohrringe ihren Mann auch hier ganz nah bei sich.